Hallo, herzlich willkommen bei meinen Sprungkraftübungen. Ich zeige euch heute eine Übung, die sehr wichtig ist zur Steigerung der Sprungkraft. Was wichtig bei Sprungkraft ist, wenn sie eine Übung macht, muss es explosiv wie möglich sein. Das heißt, das Nervensystem wird dadurch gestärkt bzw. trainiert. Und jetzt zeige ich mal einen Satz, wie es auszusehen hat. Das heißt, einen Satz macht ihr dann und dann eine Minute Pause. Das erste Mal ist der Sprung hier. Rechts, links, schön nach oben oder auch später links, rechts und schön nach oben. Und folgendes, jeder dieser Sprünge muss so kraftvoll wie möglich sein. Ich fange jetzt mal an, da ich mit der rechten Hand stärker bin, führe ich die Übung mal vor. Das heißt, ihr passt einfach auf, dann sieht sich schon. Und Ausgangsposition ist immer die Mini-Linie. Und ja, keine Pause machen. Einen Satz durchziehen und dann eine Minute Pause. Kommt links, rechts. Linke Hand, links, rechts. So, das war jetzt nur ein Satz. Was wichtig ist, ist einfach eine Minute lang schön Pause machen. Ihr könnt dann einfach ganz normal, also die Scheibe benehmen. Rebounds da vorne mal schön auffangen. So, als nächstes dann, ich denke mal noch ein Wurf, dann sind die Minute vorbei. Ja, ich mache heute kein Wurftraining, deswegen stelle mich nicht rein. Als nächstes die gleiche Sprünge, aber jetzt kommt was Besonderes. Für die, die schon danken können, mit beiden Händen. Das heißt, ich springe rechts, links ab, mache mit beiden Händen, ich springe links, rechts ab. Mach mit beiden Händen. Und dann kommt ein Special, das ist halt nur für mich, um meine Sprungkraft besser zu steigern bzw. die Koordination. Danach kommt 360, das heißt, ein 360 geht einmal normal und einmal so anders an. Hört einfach zu. Jetzt links rechts. Schwächere Seite von mir, aber alles mit Kraft. Jetzt sind wir 60. Links, rechts. Dann rechts, links. Und wichtig, bei links, rechts wird der Ball, also links, rechts, wird der Ball mit der rechten Hand rechts. Und andersrum, rechts, links, wird der Ball mit der linken Hand rechts. So, und fangen wir mal an. Andersrum. Und jetzt andersrum. Ihr seht ja schon, wenn ich den 360 mache, laufe ich extra von rechter Seite nach links. Und es ist andersrum, von linker Seite nach rechts. Ihr könnt auch den Ball mit linker Hand halten, müsst es nicht. Das war jetzt der zweite Satz von mir. Der dritte Satz, der wird ein bisschen schwer. Ich habe ja gesagt, für die Sätze sind immer vier Danks, die man macht. Ist ein Satz. Und der nächste Satz, also der dritte, ist dann 10 Sprünge in Folge immer rein. Das heißt, springt hoch, bam, landet, wieder hoch, bam, landet. Und dabei immer schön wechseln. Das heißt, ich führe das dann gleich vor, wird dumm aussehen, ich mache einen Sprung, bam. Sobald ich lande, gleich wieder hoch, bam, den Sprung. Je nachdem, wenn ich in der Lage bin, wechsle ich den Ball auf linke Hand. Ich muss nur dabei schauen, bei der Landung, wenn ich springe. So landen und dann gleich wieder. Zack. Hoch. So. Und wichtig dabei, konzentrieren. Okay? Schauen wir mal. Und da gibt es keine Ausgangsposition. Ausgangsposition ist Landephase. Jetzt landen, Zwischenschritt und wieder hoch. Ihr seht, der Ball fliegt da raus. Kein Problem. Weitermachen. Thank you.
Stange nochmal. Stück. Jetzt 2-3 Minuten Pause. Das war schon mal für die ersten Übungen. Mach's gut.